großer Schlumpf. Was ist das für ein Geräusch? Schlumpfen, Schlumpfen! Der Damm ist gebrochen! Was geht da draußen bloß vor? Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Nimm meine Hand! Ist dir auch nichts geschehen, Papa Schlumpf? Nein, ist schon gut, Hefty. Wir müssen den anderen helfen. Hilfe! Hilfe! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Wo bist du? Oh, das ist alles so furchtbar! Der Damm muss gebrochen sein. Wir müssen was unternehmen. Kommt hier rüber! Das müsste helfen, Papa Schlumpf! Hilfe! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Haltet euch am Seil fest, Schlümpfe! Es ist kaum zu glauben. In diesem Wald hat es kein Schlumpfbeben mehr gegeben, seit ich ein junger Schlumpf von 102 Jahren war. Was könnte es denn sonst gewesen sein, Papa Schlumpf? Das kann ich dir noch nicht sagen, Handy. Aber es ist äußerst seltsam. Äußerst seltsam. Oh, hör mal, Papa Schlumpf, was ist das? Tja, ich kann dir leider auch nicht sagen, was das war, Schlumpfine. Wir brauchen noch viel mehr Baumstämme, um die Brücke und den Damm zu reparieren. Wir können ja noch ein paar auf der anderen Seite vom Hügel fällen. Nanu, diesen Hügel habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Oh, Klamsi. Ein Hügel kann doch nicht einfach so aus dem Nichts entschlumpfen. Es dauert Jahre über Jahre, bis ein Hügel entsteht. Ich muss es wissen, denn ich habe ja Geologie studiert und... Hey, wartet auf mich! Ich glaube, Klamsi hatte recht. Das ist ein neuer Hügel. Oh. Was ist das? Schlumpfbeben! Schlumpfbeben! Hey, seht mal! Das muss ein Vulkan sein! Oh, furchtbar! Hallo! Hey, das ist doch ein kleiner Junge! Ein kleiner Riese! Hey, wer seid ihr denn? Muffi, noch ein Stück höher! Ich hasse höher! Jetzt noch ein Stück nach rechts. Ich hasse rechts. Halt, ein kleines bisschen nach links. Ich hasse links. So ist schön, Muffi. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf, da ist ein kleiner Riese. Ja, und er braucht unsere Hilfe. Der arme Junge hat sich verirrt. Ja, er weiß nicht, wie er nach Hause kommt. Wartet mal. Meine Güte, wovon redet ihr denn bloß? Also, wir haben diesen kleinen Riesen getroffen und sein Name ist Simon und... Simon, du solltest doch da bleiben, wo du warst. Ich fühlte mich so einsam. Papa Schlumpf, das hier ist Simon. Er hat sich verirrt. Wir sagten ihm, du könntest ihm helfen. Simon, das ist Papa Schlumpf. Hallo, Papa Schlumpf. Freut mich, dich kennenzulernen, Simon. Wirst du mir helfen, meine Mami und meinen Papi wiederzufinden? Aber natürlich werde ich das. Oh, das ist gut. Ich weiß nämlich nicht, wo sie sind. Ich bin rausgelaufen, um zu spielen. Und da habe ich mich verirrt, weil ich... Nein, Simon, nein! Warte! Nein! Ich bin hingefallen! Ja, ganz richtig, Simon. Du bist doch tatsächlich hingefallen. Ich hoffe, dass wir möglichst bald sein Zuhause finden. Ja, sonst haben wir kein Zuhause mehr. Ich hab euch gern, ihr Schlümpfe. Vorsicht, Effi! Vorsicht, du schlumpfst es zu sehr auf eine Seite. Immer mit der Ruhe, Torti. Wir wissen schon, was wir schlumpfen. Pass auf! Du hast eben fast deinen Kuchen zerquetscht, Simon. Und uns. Ich hasse, zerquetscht zu werden. Das ist für mich? Oh, ich danke euch. Das war köstlich. Gibt's noch mehr? Donnerwetter, ich dachte, das würde reichen. Tja, du bist eben ein Riese im Wachstumsalter. Ich mache dir noch einen. Schlumpf, oh Schlumpf. Ich hoffe nur, Papa Schlumpf findet bald heraus, wo Simon wohnt. Sonst wird er uns noch um Haus und Hof fressen.
Mal sehen, der Schlumpfführer zur Mitte der Erde. Nein. Hier müsste es drin stehen. Größere Häuser und Gärten. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte, dann komm. Wer ist denn los? Wir kommen schon wieder los. Gefährlich. Oh nein. Hilfe. Bleib stehen. Simon, was hast du hier zu schlumpfen? Ich komme wegen meines Kuchens. Wir haben doch gesagt, wir bringen ihn dir, du Großes. Psst. Hefty, er ist doch noch ein Kind. Oh. Ah, was ist denn hier los? Denk immer daran, was Papa Schlumpf zu sagen pflegt. Was pflegt Papa Schlumpf eigentlich immer zu sagen? Es tut mir leid. Ich wollte doch nur nicht, dass ihr den Kuchen so weit tragen müsst. Das ist sehr nett von dir, Simon, aber du solltest wirklich nicht ins Dorf kommen. Du bist einfach zu groß. Also ich, Simon, was habe ich dir über das ins Dorf kommen gesagt? Du sagtest, ich soll's nicht tun, Papa Schlumpf. Und warum hast du es trotzdem getan? Es tut mir ja so leid, Papa Stumpf. Ich dachte, ich könnte ein bisschen helfen. Du hättest Unheil anrichten können, Simon. Liebt ihr mich denn jetzt nicht mehr? Nicht, dass wir dich nicht lieben, Simon. Wir wollen dich nur nicht bei uns im Dorf haben. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Stimmt doch nicht. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mami. Ich will zu meinem Papi. Mami, Papi. Warte im Wald, Simon. Ich finde heraus, wo du wohnst. Ich verliere meine Inspiration, Azrael. Es muss schon Wochen her sein, dass ich mir einen Plan ausgedacht habe, um diese elenden Schlümpfe auszurotten. Ich kann nicht mal mehr... Was ist das? Was für ein wundervoller Riese! Ich wüsste gern... Da gibt es nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Komm, Azrael! Das verstehe ich nicht, Azrael. Wie können wir einen Riesen aus den Augen verlieren? Er muss doch aber hier irgendwo sein. Nach wem suchst du denn? Nach wem? Wir suchen nach dir. Wir haben nach dir gesucht. Warum? Du liebst mich bestimmt genauso wenig wie die Schlümpfe. Warum solltest du auch? Hahaha, hast du eben Schlümpfe gesagt? Kennst du die Schlümpfe? Bisschen schon. Du bist bei ihnen gewesen, in ihrem entzückenden Dörfchen? Ja. Also, aber das ist ja äußerst interessant. Aber sie lieben mich nicht mehr. Oh, das ist aber eine Schande. Weißt du, ich finde, du bist wirklich ein guter Junge. Ich bin längst nicht so wie diese widerlichen Schlümpfe. Ich mag dich und ich würde zu gern dein Freund sein. Ich bin ein freundlicher, warmherziger, liebenswürdiger Mensch. Toll! Das ist aber ein fantastisches Spielzeug, Herr Gargamel. Nenn mich einfach nur Onkel Gargi. Das ist wirklich nett von dir, dass du mir das geschenkt hast. Tja, man weiß ja nie, ob nicht ein Kind zu Besuch kommt. Und ich will dir sagen, ich liebe Kinder. Du bist ein netter Mann, Onkel Gargi. Also, das versuche ich zu sein. Viel Spaß, ich bin gleich wieder zurück. Und immer daran denken, nenn mich einfach Onkel Gargi. Igitt, ich verstehe einfach nicht, wie sich nette Leute ertragen können. Keine Sorge, Azrael, all diese Nettigkeit wird sich bezahlt machen. Wenn ich erstmal diesen überdurchschnittlich großen Trottel unter Kontrolle habe, werde ich ihn dazu benutzen, die Schlümpfe zu vernichten. Seien wir ehrlich, Azrael, dieses ungeheure Spatzenhirn hat ein zu gutes Herz, um diesen erbärmlichen Schlümpfen etwas zuleide zu tun.
Selbst wenn sie seine Gefühle verletzt haben, also müssen wir ihn einfach überzeugen. Du wirst schon sehen. Ein echter Zauberring? Ja, ganz richtig, Simon. Streif ihn dir über den Finger und er wird dich auf dem direkten Weg nach Hause führen. Oh, danke, Onkel Gagi. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte. Oh, das tut mir sehr leid, Onkel Gagi. Setz jetzt endlich den Ring auf. Ich meine, fühlst du dich auch gut? Ja, Meister. Das habe ich mir gedacht. Hallo, Simon. Ach, Papa Schlumpf. Von Simon ist überhaupt nicht zu sehen. Keine Sorge, Schlumpfine, wir finden ihn. Sieht mal, wer da kommt. Hallo, Simon. Papa Schlumpf hat dein Zuhause gefunden. Auf einer Karte? In einem seiner Bücher, die ich ihm regelmäßig helfe zu registrieren. Ich bin nämlich Papa Schlumpfs Assistent und das bedeutet... Halt den Mund, Schlaubi. Irgendetwas stimmt hier nicht. Papa Schlumpf, du kannst so wundervoll mit Worten umgehen. Halte sie auf, Simon. Ja, ihr dreckigen blauen Lumpen, endlich hat euer Glück einmal ein Ende. Ja. Oh, wo sind wir, Papa Schlumpf? Ich habe keine Ahnung, Schlumpfine. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hattest du nicht gesagt, du wüsstest, wo ihr Dorf seid, du zu großgewachsener Narr? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Meister. Ach, wie kann in einer so dicken Birne so wenig Hirn sein? Wie hat Gargamel den Simon unter Kontrolle, Papa Schlumpf? Ich weiß auch nicht, Schlumpfine, aber wir müssen es herausfinden. Ich habe ihr Dorf schon einmal gesehen. Halte Ausschau nach etwas, das wie ein Stück Land mit Pilzen aussieht. Ja, Meister. Da drüben. Versuch mal die Richtung. Ja, Meister. Aha, so macht ihr das. Wir brauchen ein Stück von dem Stein, größer als der Stein von Gargamels Ring. Das werden wir schon schaffen, Papa Schlumpf. Versucht es, aber seid vorsichtig, meine kleinen Schlümpfe. Wir haben's fast geschafft, Handy. Nein, so hat das keinen Zweck. Ich habe... Warte, ich sehe es. Da drüben, du übergroßer Stecknadelkopf, da drüben, das Schlumpfdorf. Wir sind doch noch nicht mal in der Nähe des Dorfes, oder? Aber noch lange nicht. Simon, halt! Hört gut zu, Schlümpfe! Hier spricht der großartige Gargamel. Euren lieben Papa Schlumpf und ein paar andere habe ich schon als meine Gefangenen. Ich würde euch raten, euch zu ergeben, oder ich werde sie vernichten. Simon, zerstöre das Dorf! Muss ich das, Meister? Natürlich, du Klops. Wenn ich sage, du musst, dann musst du. Schon gut. Genug. Na, hör auf! Halt, Simon, halt! Wirklich ausgezeichnet, Simon. Simon, dreh dich nach rechts. Und nun geh geradeaus. Warte, wo gehst du hin? Halt! Ich sagte, komm zurück, du Fette! Ja, wir werden uns später über ihn Gedanken machen, Azrael. Wenigstens haben wir sie endlich vernichtet, diese dreckigen, ekelhaften, widerlichen, vulgären Pilze. Oh nein, da
Das ist nicht fair, Azrael. Das ist wirklich nicht fair. Das waren nur Pilze. Sag mal, Papa Schlumpf, woher wusstest du, dass wir die Kontrolle über Simon kriegen, wenn wir ein Stück von dem Stein haben? In meinen 553 Lebensjahren habe ich einige Dinge gelernt, Handy. Es war so lustig anzusehen, wie Gargamel vor Simon davonrannte. Ja, ja, genauso sind wir vor ihm weggerannt. Das war nur, um euch zu zeigen, meine kleinen Schlümpfe, Größe ist relativ. Was bedeutet relativ, Papa Schlumpf? Das bedeutet, was für dich groß ist, ist klein für Gargamel. Und was groß ist für Gargamel, ist klein für Simon. Und was groß ist für Simon, ist... Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Nach deiner Karte sind wir auf dem direkten Weg dahin, wo die Familie der Riesen lebt. Sicher ist das Simons Familie. Er ist bestimmt immer noch böse auf uns. Wir lassen ihn ruhig im Zauberbann, bis wir dort sind. Volldampf voraus, Simon! Ja, Meister. Ich kriege Hunger, Papa Schlumpf. Ich auch. Ich noch mehr. Ich bin schon verhungert. Gibt's irgendwo was zu essen, Schnuffi? Ein paar Meilen nach links befindet sich ein Schlumpfbärenhain. Halte dich links, Simon. Ja, Meister. Übrigens, Papa Schlumpf, wir müssen einen Fluss überqueren, um zu diesen Schlumpfbären zu kommen. Einen Fluss, Schnuffi? Ah, tatsächlich. Und vielleicht kommen wir sogar an einem Vulkan vorbei. Ja, Schnuffi, du scheinst recht zu haben. Am schlimmsten ist, dass wir am Rande eines Abgrunds entlang schlittern. Leg bloß das Buch endlich weg, Schnuffi. Ja, Papa Schlumpf. Ach du liebe Zeit, wie kommen wir nur an die Schlumpfbären, Papa Schlumpf? Wir kommen nicht in Schlumpfine. Wir werden wohl eine Weile hungrig bleiben müssen. Was denn? Noch eine Weile länger? Ich hasse eine Weile länger. Ich habe eine Idee, Papa Schlumpf. Und welche, Handy? Mal sehen, diese Schlumpfbären sind circa 40 Schlumpfkilometer entfernt. Es wird funktionieren, da bin ich ganz sicher. Darf ich mal den Stein haben, Papa Schlumpf? Einen Schritt nach rechts, Simon. Jetzt, Simon, einmal springen. Sonst noch was, Meister? Nein, Simon, das war perfekt, wirklich. Das war eine äußerst stumpfige Idee, Handy. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, Papa Schlumpf. Aber das nächste Mal warnst du uns lieber schon vorher. Also dann, alle Schlümpfe schlumpfen wieder auf Simon. Wir müssen ihn endlich nach Hause bringen. Oh, wir finden ihn. Wir finden ihn, Azrael. Konzentriere dich nur auf seine Fußspuren. Oh, Nelson, unser armer Kleiner. Mach dir keine Sorgen, Lydia. Wir finden ihn. Wir finden ihn. Aber du hast doch schon überall gesucht. Und ich werde weiter suchen, bis ich ihn endlich gefunden habe. Ist das dein Zuhause, Simon? Ja, Meister. Na, endlich haben wir es geschafft. Ja? Endlich ein Glück. Ja! So was, ich muss wohl träumen. Danke, danke, Papa Schlumpf. Euch allen vielen Dank, Schlümpfe. Ich glaube, Simon hat eine ganz schöne Lektion gelernt. Ich hasse Lektionen. Es ist schön, wieder bei dir zu sein, Fitzgerald. Psst, Simon. Onkel Gagi. Psst, psst, was hast du mit diesen ekelhaften Schlümpfen gemacht? Oh nein, Onkel Gagi. Die Schlümpfe sind meine Freunde und die haben sich sehr um mich gekümmert. Du hast mir viele Geschenke gegeben, aber du hast dich überhaupt nicht um mich gekümmert.
Oh nein, 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 nein. Wer hat dir nur diesen Unsinn eingeredet? Da! Papi, das ist Onkel Gagi. Onkel Gagi. Ja, ich denke, ich werde mich jetzt wohl auf den Weg machen, nett sie kennengelernt zu haben. Nichts wie weg hier, Asrael. Ihnen nach, Fitzgerald. Es ist immer dasselbe. Immer wird auf mir armen, unschuldigen Wesen herumgehackt, Asrael. Ich sage dir, einige Riesen haben überhaupt kein Gewissen. Ich kriege dich, du nichtsnutziger Hexenmeister. Ja, Papa Schlumpf, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Größe ist relativ. Sehr scharfsinnig, Clumsy. Ja, es ist schon gut, dass Simon relativ große Eltern hat.